Machen wir mit dem nächsten Tagesordnungspunkt weiter. Tagesordnungspunkt 36, Aufbau eines ganzheitlichen Verkehrsmanagementsystems der Landeshauptstadt Dresden. Hier gibt es mehrere Wortmeldungen, deswegen steige ich wieder ein in die Fraktionsrunde. Freie Wähler das Wort gewünscht. Herr Hannig, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Damen und Herren, ich habe mich spontan dazu entschlossen, mich hier kurz zu melden, nachdem ich auf dem Weg hierher meiner Frau von dem Antrag erzählt habe und sie sagte, hä, warum macht denn sowas? Es gibt doch Google Maps. Wir Freien Wähler werden dem Antrag nicht zustimmen. Wir halten das für Geldverschwendung und wir glauben, dass wir mit modernen Mitteln, mit modernen Autos andere und billigere Verkehrsleitsysteme finden können. Danke. Ich wusste zwar noch nie, dass Google Maps meine Ampel steuert oder die anderen Verkehrsleitsysteme, aber interessant, kann ja vielleicht die Zukunft sein. Wir kommen zur nächsten Fraktion. Dissidenten, wird das Wort gewünscht? Ist keiner da, ne? Man nehme ich keinen. Dann Bündnis 90 Die Grünen, Frau Kaspari. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Zum Kommentar der Freien Wähler sage ich mal gar nichts, es ist selbsterklärend für jeden, der es gelesen hat. Verkehrsmanagement, das ist erstmal Datenerfassung. Mengen von Daten werden erfasst aus den Autos, aus Bussen, aus Straßenbahnen oder Sensoren im Straßenraum. Mit der Vorlage verbessern wir dann die Datenerfassung nochmal. Es gibt dann noch mehr Sensoren und wir werden die Kommunikationstechnik verbessern. Außerdem verbessern wir mit der Vorlage die Vernetzung nicht nur zur DVB, sondern eben auch zur Polizei, zum Rettungswesen oder zur Autobahn. Und ganz besonders, und darum geht es eben im Verkehrsmanagement, es geht um Steuerung im Verkehr. Der Verkehr wird gesteuert über Prognosen, über Informationstafeln oder über ganz gezielte direkte Eingriffe in das Verkehrsgeschehen, zum Beispiel über Umleitungen oder indem die grüne Welle gesteuert wird, zum Beispiel in der Geschwindigkeit. Und wenn automatisiertes Fahren kommt, was ja in Zukunft auf uns zukommen wird, dann wird die Datenmenge noch mal erheblich steigern und die Möglichkeit des Eingriffs in das Verkehrsgeschehen wird noch größer und noch direkter sein. Und wie wird jetzt gesteuert? Das ist das zentrale Thema beim Verkehrsmanagement. Und zwar gesteuert wird im Verkehrsmanagement nach den Zielen, die wir im Stadtrat beschlossen haben. Es geht nicht nur darum, Staus aufzulösen. Nein, es geht darum, die Ziele im Stadtrat umzusetzen. Und das ist eben zum Beispiel Nachhaltigkeit, die Erreichung der Klimaschutzziele, die Einsparung von CO2 oder den Luftreinhalteplan. Und das erreichen wir, indem wir zum Beispiel über Verkehrsmanagement so steuern, dass der öffentliche Verkehr, also Bus und Bahn, gut fließen. Es geht auch um Lebensqualität in unserer Stadt. Wir könnten zum Beispiel Fehlentwicklungen wie in den USA vermeiden, wo dann plötzlich die ganzen Autos in die Wohngebiete gelenkt worden sind. Das ist, würde ich sagen, schlechtes Verkehrsmanagement. Und noch ein ganz wichtiges Thema ist natürlich die Sicherheit, eindeutig ein Schwerpunkt im Verkehrsmanagement. Und hier sehen wir Bündnisgrünen einen besonders großen Bedarf an Erhöhung der Sicherheit. Zum Beispiel also im Radverkehr gab es im Jahr 2021, letztes Jahr in Leipzig, 103 Schwerverletzte. In der gleichen Zeitraum gab es in Dresden 195 Schwerverletzte im Straßenverkehr. Ich glaube, das zeigt eindeutig, wie hoch der Bedarf ist, dass wir hier die Sicherheit erhöhen. Und genau deshalb haben wir im Verkehrsmanagement ergänzt, dass Akteure des Fuß- und Radverkehrs aktiv einbezogen werden in die Umsetzung des Verkehrsmanagements. Uns Bündnisgrünen ist es wichtig, dass die Steuerung des Verkehrs in unserer Stadt nicht durch die Wirtschaft erfolgt.
sondern eben über Verkehrsmanagement. Durch unsere Stadt im Sinn der vom Stadtrat beschlossenen Ziele. Vielen Dank. Als nächste Fraktion, AfD-Fraktion, Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Nun hat die Frau Kaspari ja relativ viele bunte Bilder verbal gemalt. Ein Bruchteil davon ist es am Ende wirklich. Dennoch ist es was Gutes, was da kommt. Und es gibt auch einen erheblichen Unterschied zu Google Maps. Google Maps erfasst zwar Daten und stellt sie vielleicht irgendwo in einem Webbrowser dar. Das, was wir hier entwickeln, hat sowohl eine eigene Sensorik, es verarbeitet die Daten und führt daraus auch Reaktionen durch. Also sprich Aktoren, die dann angesteuert werden, Ampelschaltungen etc., sodass wir hier ein einheitliches Verkehrsmanagementsystem bekommen, was auf jeden Fall den Verkehr durchgängiger macht für alle Verkehrsteilnehmer, nicht nur für Fahrradfahrer, sondern wirklich halt auch für alle. Unser derzeitiges Managementsystem, was wir haben, ist ungefähr 20 Jahre alt. Es ist zudem inkompatibel. Die DVB hat ihr eigenes und auch die Ampelsteuerung haben ein eigenes. Zusammengeführt werden können sie nicht mehr und deswegen liegt ja auch insbesondere die Betonung auf das Thema ganzheitlich. Ganzheitlich bedeutet, dass man das zusammenführt und damit auch eine Verbesserung für die DVB, für den ÖPNV, eine Geschwindigkeitserhöhung für den ÖPNV erreichen kann. Insofern kann man dem Ganzen nur zustimmen. Von den ganzen Märchen mal abgesehen, die jetzt noch erzählt wurden, trotzdem super Sache. Danke. Als nächste Fraktion, die CDU-Fraktion, Herr Böhm. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir finden das auch gut. Vielleicht muss man noch mal über die Ziele vielleicht noch mal reden mit den Grünen. Da müssen wir uns vielleicht noch mal verständigen. Aber vielleicht das Grundsätzliche. Kollege Laczynski hat es gerade angedeutet, das System ist in die Jahre gekommen. Und aktuell haben wir das Problem, dass wir zwar die Daten in Echtzeit erfassen können, aber wir können nichts mit anfangen, also zumindest nicht direkt. Wir können nur davon Prognosen ableiten und dann so unsere Ampeln steuern. Und das wird neben dem Zusammenführen von dem städtischen System und dem System von der DVB das große Plus sein, dass wir sozusagen zukünftig auch in Echtzeit Verkehrsströme steuern können. Also wenn wir feststellen, dass auf der Petersburger Straße irgendwo unfallbedingt ein Stau ist oder so, dann können wir versuchen, den Verkehr woanders lang zu lenken. Und das hat vielleicht, es gibt, bietet vielleicht die Chance, dass neuralgische Punkte wie der Schillerplatz, wo wir eine viel zu hohe Beaufschlagung mit Verkehr haben und egal wie wir es drehen und wenden, immer jemand einen schlechten Level of Service haben wird, dass wir dort einfach vielleicht dann den Verkehr ein Stück wegleiten können. Und das ist sicherlich der große Vorteil. Es wurde schon gesagt, Autos der Zukunft werden viel stärker auf Verkehrsdaten angewiesen sein. Und da ist es wirklich besser, wir erheben die Daten, als dass wir die und verarbeiten die, als dass wir die Daten von Google kaufen. Das ist aus unserer Sicht ein guter Ansatz. Und die 25 Millionen, wo es auch etliche Millionen Fördermittel geben wird, sind gut investiertes Geld. Der Beschlusspunkt hinsichtlich der Finanzierung, dass der Stadtrat beauftragt wird, also der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, eine Finanzierung zu finden, den finden wir schon ein bisschen eigentümlich, aber das ist vielleicht bloß so eine Randposse. Wichtig ist vor allen Dingen eins, und da werden sich alle hier im Rat angucken müssen, wenn es um die personelle Ausstattung geht, weil neben den 25 Millionen Investkosten müssen zusätzliche Stellen sowohl bei der DVB als auch bei der Stadt gefunden und eingerichtet werden, sonst wird es damit nichts werden. Also wir werden zustimmen. Danke. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Wirz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Normalerweise bin ich dieser Vorlage sehr unvoreingenommen entgegengetreten. Vamos haben mir immer zugestimmt, die Ampelsteuerung, die Verkehrssteuerung, alles gut, aber diese Erneuerung jetzt, die jetzt stattfinden soll, dieser Quantensprung in ein neues System und auch das, was Frau Kaspari gesagt hat, das macht mir Angst.
Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo der Stadtrat entscheidet, wo ich frei individuell meine Mobilität auslebe. Es ist eine Errungenschaft der bürgerlichen Revolution gewesen, dass die Stadttore offen sind und dass die Wege und Brücken ohne Zoll und ohne Maut und ohne Raubrittertum zu benutzen sind, und zwar von allen. Und wann sie wollen. Nicht nur tagsüber, nachts nicht, wo man am Wächter vorbei muss. Und dieses System, was uns beschrieben worden ist, mit einer Detektierung der Stadt, mit der Detektierung aller Verkehrsteilnehmer, wie wollen Sie denn eigentlich Fußgänger und Radfahrer, die keine Sensorik an sich haben, detektieren? Also wir haben im Prinzip damit, das haben Sie auch in Ihrer Rede beschrieben, Frau Kaspari, haben Sie im Prinzip einen Einstieg in eine flächendeckende Totalüberwachung gezeigt. Und da müssten wir eigentlich drüber reden. Ich unterstelle mal, dass keiner hier im Raum ist, der dieses System durchschaut. Der weiß, was dieses System leisten soll und was es leistet. Und dann kam ich in der Frage, ich habe dann auch gesagt, was machen wir denn hier? Sie wollen im Prinzip Verkehrsströme erfassen. Auf Handgeräten, auf Tablets, teilweise in fest installierten oder auch im Prinzip lösbar installierten GPS-Systemen ist das heute in jedem Fahrzeug schon Alltag. Ich kann das auch an meinen Fahrrad dran heften, wenn ich will, und kann sehen, aha, da ist jetzt was rot, da stehen viele Leute, da muss ich drum rumfahren. Oder mein GPS gibt mir sogar den Hinweis, einen Unfall oder einen Stau zu umfahren, wenn es geht. Denn man darf diese Datenerfassung und Steuerung auch nicht unbedingt Wunderdinge erleben, weil das Grundproblem aller Ampelkreuzungen wird auch mit einer solchen IT-Steuerung erhalten bleiben, nämlich wenn ich eine Richtung grün schalte, muss die andere Richtung rot haben. Das Problem kriegen Sie nicht aus der Welt. Insofern besteht hier eigentlich Diskussionsbedarf, wie mit diesem System umgegangen wird. Dann kommt noch Folgendes. Ich möchte den Namen hier nicht nennen. Ich sage, wenn man eben hier auf den Computern guckt oder im Prinzip in sein ins Auto guckt, wer eins fährt, dann hat man eben diesen Internetkonzern, der diese Daten erfasst. Und wir als Stadt, als kleine Halbmillionenstadt, versuchen mit einer hausgeschneiderten EDV-Lösung mit diesen Konzernen, die das im Prinzip schon haben, zu konkurrieren. Und jetzt nennen Sie mir bitte eine öffentliche IT-Lösung, die mal funktioniert hat, die zum Termin fertig geworden ist und die dann auch funktioniert hat und die nicht schon längst veraltet war, wo sie fertig geworden ist. Ich kenne sie nicht. Ich kenne sie nicht. Insofern können wir uns hier als Linke nicht dazu entscheiden, dieser Vorlage so zuzustimmen. Wir haben hier Gesprächsbedarf über Datensicherheit, wir haben hier Gesprächsbedarf über, was kann diese Anlage, kann hier dann der Oberbürgermeister, wenn er will, alles auf Rot stellen, wie er das gerne auch bei der Beigeordnetenwahl macht. Haben wir es hier mit einer Ermächtigung zu tun? Also ich sehe hier ganz große Probleme und sehe hier eigentlich auch, ja, autonomes Fahren, wunderbar, es ist ungeklärt, technisch ungeklärt. Aber wir machen ein Datenerfassungssystem dazu. Wozu werden die Daten verwendet, wo werden sie gespeichert, wo gehen sie hin, was kann man mit diesen Daten machen? Das Problem der Datensicherheit, der Machtausübung mit Daten, das scheint uns hier ungeklärt zu sein. Da scheint sich auch der Stadtrat noch nicht intensiv genug dazu zu interessieren. Und wir möchten diese Diskussion führen und werden aber hier aufgrund dieser wegen dieser Gründe auch nicht zustimmen. Vielen Dank. Also wenn heute auf dem Nachhauseweg bei Ihnen, Herr Wirtz, die Ampel rot ist, Sie wissen, ich bin schuld. SPD-Fraktion, wird das Wort gewünscht, Herr Engel. Also sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, Herr Hilbert kann viele Dinge auf Rot stellen, aber ich glaube, bei den Ampeln sind wir noch nicht so weit. Ich merke, da hat jemand Sympathie für das System, wenn es in die richtigen Hände gerät. Ja, und ich glaube, wir sind auch noch nicht so weit, dass wir die Stadttore wieder schließen. Also ich glaube, man muss mal ein bisschen abrüsten, um was geht es denn hier? Und das wird aus meiner Sicht in der Vorlage deutlich, aber vor allem auch in der weiteren Befassung, wie wir sie ja auch schon hatten. Es geht einfach darum, dass wir insbesondere im Fall von Veranstaltungen, Dynamo Dresden spielt, es gibt Abreiseverkehr, es hat Auswirkungen auf ÖPNV, ÖPNV wird in gewissen Relationen verdichtet, nimmt zum Beispiel mehr Kapazitäten auf Kreuzungen ein, dass wir solche Aspekte einfach vernetzt mitdenken und dann Verkehrsteilnehmende eben auf anderen Wegen auch durch die Stadt schicken, damit der Verkehr in Summe weiterhin flüssig läuft.
ich finde, das ist nichts Schlimmes, das ist ein großer Digitalisierungsgewinn und es wäre aus meiner Sicht töricht, diesen hier an dieser Stelle auch nicht mitzunehmen. Oder es geht eben darum, eine wirklich sinnvolle Schnittstelle zum Baustellenmanagement auch zu bekommen, zu schauen, wie können wir das bisher vernetzen, weil laut Aussagen der Verwaltung ist das bisher nicht vernetzt. Ich glaube, die größte Erkenntnis dieser Vorlage war, dass wir dachten, wir hätten sowas schon und dann festgestellt haben, viele, wir haben das noch gar nicht, sondern wir erfassen vielleicht Daten, aber wir können sie nicht wirklich live wieder einspielen. Und ich halte wirklich den Weg, der hier vorgeschlagen wird, für vernünftig, vor allem auch die Daten auch selbst zu erheben, auch wirklich die Kontrolle darüber zu haben und eben nicht darauf angewiesen zu sein, Daten, die wirklich datenschutzrechtlich zum Teil sehr schwierig erhoben werden, Herr Wirtz, Sie haben ja mit einigen Ihrer Befürchtung generell durchaus recht, dass wir diese dann ankaufen, dann natürlich gucken müssen, welche Qualität haben die dann auch, um dann wiederum daraus dann Schlüsse zu ziehen. Da halte ich es wirklich für vernünftig, wenn wir diese Daten selbst erheben und hier dann wirklich auch vielleicht bessere Entscheidungsgrundlagen haben. Weil insbesondere, wenn es zum Beispiel auch um Verkehrsströme geht, haben wir im Bauausschuss regelmäßig Diskussionen, wie Leute von A nach B fahren, was die Alternativen zu irgendwelchen Streckenführungen sind. Vielleicht haben wir da noch bessere Diskussionsgrundlagen, um dann hier auch vielleicht Entscheidungen mit breiteren Mehrheiten zu fassen. Dementsprechend stimmen Sie der Verwaltungsvorlage zu. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde die FDP. Herr Zestow. Ja, das ist eine eigentümliche Debatte. Ich wollte erst gar nicht mich beteiligen, aber das muss ich natürlich. Wenn ich sehe, wie staatsskeptisch Herr Wirtz ist, das ist ja bei der Energiedebatte vorhin war es noch genau andersrum. Und wenn ich sehe, dass nur ausgerechnet die Grünen hier die totale Kontrolle einfordern und hier ganz offene Sympathie für chinesische Verhältnisse zeigen, finde ich, für Datenverarbeitung. Das ist, jetzt wird es ganz interessant. Die Grünen sind also für Datenverarbeitung. Finde ich ganz spannend. Ich will übrigens sagen, dass das mit der Steuerung für Oberbürgermeister durchaus geht. Blicken Sie bitte neidvoll nach Pirna. Der Oberbürgermeister von Pirna, Klaus-Peter Hanke, kann zwar, lieber Dirk, nicht die Ampel steuern, aber das Schloss kann er über seine App steuern. Er kann nämlich festlegen, welche Farbe es hat. Da steht er mit dir auf dem Marktplatz und sagt, wollt ihr es rot, kriegen wir es rot. Das geht in Pirna, ich bin mir nicht ganz sicher, dann bin ich wieder bei Herrn Wirtz, ob das in Dresden so funktionieren würde. Weil wir machen ja leider das Licht aus, das ist auch so eine Eigentümlichkeit, stimmt Jens. Aber um darauf zurückzukommen, es gibt natürlich was Kritischeres, nämlich, selbstverständlich wollen wir der Sache zustimmen und werden der Sache zustimmen. Allerdings, wenn ich Frau Kaspari gehört habe, dürfte ich es nicht mehr tun. Weil all das, was sie beschrieben hat, ist genau das, was wir nicht machen und was auch mit dieser Vorlage nicht beschlossen wird. Das wünschen Sie sich vielleicht, aber genau das ist es nicht und darf es auch nicht sein. Herr Wirtz hat gesagt, wir sollten keine Wunder erwarten. Auch das ist genau richtig, das wird man nicht erreichen können und auch nicht erreichen dürfen, meine Damen und Herren. Um was es geht, ist ein vernünftiges Verkehrsleitsystem, was auf die Bedürfnisse der Stadt zugeschnitten ist. Ich kann nur hoffen, dass man hier privates Know-how dazu nimmt und dass man das nicht wieder vor sich hin in der Stadtverwaltung und mit dem EBIT versucht zu entwickeln. Weil dann werden wir, wie viele andere Sachen, niemals fertig. Dann wird uns der technologische Fortschritt wahrscheinlich überholen. Ich habe an vielen Stellen das immer groß gelobte Verkehrsleitsystem hier in Dresden schon kritisiert. Wir haben seit Jahren Tafeln stehen, ja neuerdings auch unten zwischen Laubegast und Tolkewitz. Dann steht die so zwischen den Bäumen, wächst völlig zu, wo dann so tolle Informationen draufstehen wie flüssiger Verkehr Richtung Stadtzentrum. Oder wir haben diese super Tafeln, wo dann so rot gekennzeichnet ist, welche Brücke gesperrt ist. Als Auswärtiger, völlige Hieroglyphen, niemand auf der Welt würde das verstehen können. Das kann es nicht sein, meine Damen und Herren, sondern das, was wir brauchen, ist das, was es in anderen Ländern übrigens schon längst gibt. Da würde man auf der Autobahn beispielsweise darauf hingewiesen, vielleicht lieber die Autobahnabfahrt zu nutzen als die andere. Wir haben noch nie mal ein Verkehrsleitsystem bei uns auf der Autobahn, was funktioniert, was man in Tschechien, in Frankreich, überall sonst längst kennt. Ich nehme eigentlich den Oberbürgermeister beim Wort, mit dem wir mal gesprochen haben, schon vor längerer Zeit.
und der uns gesagt hat und allen gesagt hat, dass man doch mal gucken muss, ob man ihn von anderen Ländern, von anderen Modellen, Singapur war da ein Beispiel, gut lernen kann. Und ich glaube, diese Erfahrungen aufzunehmen, die könnten gut sein. Und wenn wir dort das Wesentliche nehmen und das für Dresden nutzen und dann für alle Verkehrsteilnehmer machen, eben keineswegs nur für den ÖPNV, wer das denkt, denkt auch falsch, sondern für alle, um den Verkehrsfluss für alle zu verbessern, dann ist es eine vernünftige Sache. Und ich gehe davon aus, dass es genau das wird und deswegen stimmen wir zu. So, damit ist erstmal die Fraktionsrunde beendet. Wir kommen zu weiteren Rednern. Herr Laczynski. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich würde es kurz machen, und da ich es vor uns vergessen hatte, ich hatte es schon erwähnt, das Prinzip jetzt der Startschuss einer Entwicklung. Da sitzen dann am Ende sehr viele Automatisierungstechniker und schlaue Ingenieure, um tolle logische Schaltungen zu entwickeln. Und da gibt es ja diesen Beschlusspunkt 5 aus dem federführenden Ausschussbericht, der im Prinzip besagt, dass den dabei dann irgendwelche Lobbyisten aus dem Radverkehr und aus dem Kfz-Verkehr über die Schulter gucken sollen und denen sagen sollen, was sie zu tun haben. Ich halte das für grundsätzlich falsch. Deswegen bitte ich darum, den Punkt 5 des Ausschussberichtes gesondert abzustimmen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldung? Herr Hans oder Herr Wirz? Ich würde einfach, weil ich jetzt aus meiner Sicht, da ich das auch in mehreren Ausschüssen hatte, ich sage es jetzt mal wirklich ein bisschen Humbug auch gehört habe, also das immer irgendwie hier von mehreren, ich bin auch verwirrt, auch Herr Wirz hat es so ein bisschen anklingen lassen, dieses neue Verkehrsleitsystem, was da eingeführt werden soll, was ja auch nicht unbedingt vom EBIT entwickelt werden soll, da habe ich das nie verstanden, dass das sozusagen irgendwie mit Google verwechselt wird. Das kam mir mehrmals vor, dass vielleicht der Fachbürgermeister nochmal in 5 Sätzen zusammenfasst, um was es wirklich geht, damit hier diese Verwirrung mal aufhört. Klarstellung. Als nächster Herr Wirz. Ja. Nur noch eine kurze Replik auf Herrn Zastrow. Ich habe ihn ja nur erfolgreich doch ein bisschen hellhörig und misstrauisch gemacht. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie im Gefolge des Verkehrsentwicklungsplanes 2025 die Schnappatmung bei der FDP einsetzte, als dort von Pförtnerampeln gesprochen ist. Und wahrscheinlich hat auch Herr Zastrow diese Vorlage nicht gelesen, sondern ist da sehr positivistisch eingestellt. Und ein Schmankerl für ihn noch im Prinzip ist die Umweltverträglichkeit, die das neue System hat, nämlich eine umweltsensitive Steuerung. Das heißt, wenn nur ein bisschen dicke Luft ist in Dresden, Herr Zastrow, dann können Sie Ihren Dumbo in der Garage lassen. Naja, aber das ist rote Ampel dann. So, jetzt waren 5 Sätze gewünscht vom Kollegen Kühn. Bitte schön. Ich mache das ganz kurz, weil ich denke, dass einiges Richtige auch schon gesagt wurde. Straßenverkehrsrecht, auf dessen Basis das läuft und auch das schärfste Datenschutzrecht, was wir in Deutschland und Europa haben und auch was die Sicherheitsstandards angeht. Ich glaube, dass hier entsprechend dafür gesorgt wird, dass mit Daten sensibel umgegangen wird. Der Rohstoff des 21. Jahrhunderts sind Daten und da geht es darum, diesen Datenschatz zu heben und da kommt es darauf an, wer den Besitz dieser Daten hat, wo die gespeichert sind und wer mit welchen Zielen diese Daten nutzt. Und ich denke, wir haben in der Vorlage deutlich gemacht, welche Ziele, es geht hier nämlich vor allen Dingen um den Einsatz von Technik, Ziele, die das Verkehrsmanagement hat. Die Ziele sind transparent und klar und damit auch politisch öffentlich nachvollziehbar. Es geht in der Tat darum, dass die vorhandenen Daten besser genutzt werden. Das WAMOS-System, weil es vorhin hieß, es hätte ja nie funktioniert, das war, als es neu war, State of the Art, das kann man so sagen. Da sind, ich sage es mal salopp, Fachleute nach Deutschland, aus Deutschland und Europa nach Dresden gepilgert und haben sich das zeigen lassen. Es ist jetzt in die Jahre gekommen, das ist schon gesagt worden und jetzt muss man einfach mit den technischen Möglichkeiten und dem Ansatz eben verkehrsträgerübergreifend entsprechendes System aufzugleisen, gemeinsam mit der DVB, mit der Autobahn GmbH und so weiter, die neuen technischen Möglichkeiten nutzen und hier auf Basis der Daten eben Services für die Bürger nutzen, die von Ereignissen bis hin natürlich zu dem Ziel Klima- und Umweltschutz
hier einen Mehrwert bringen, indem man eben Verkehrsströme lenkt, sie nicht verbietet, sie nicht einschränkt, sondern eben lenkt. Und das ist in der Vorlage, denke ich, transparent geworden. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann steigen wir mal ein in die Abstimmung. Da ist zunächst gefordert, dass wir den Punkt 5 separat abstimmen. Also lassen Sie uns zunächst punktweise im Sinne der Punkte 1 bis 4 den federführenden Ausschussbericht abstimmen. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 12 Nein, 4 Enthaltungen. Und dann stimmen wir noch über den Punkt 5 separat ab. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 22 Nein, eine Enthaltung wird damit auch beschlossen. Damit hätten wir den Punkt 36 geschafft, kommen zu